So, hier kommen wir nicht durch. So, hier vorne. Zack. Nee, wie geht das? Moment, das muss ich mal eben kurz gucken. Also, halten Netzsprintmodus. Okay, wir müssen da oben hin. Ah, okay. Und los. Alles klar. Gut gemacht, Peter. Finde heraus, wie du die Tür von der anderen Seite öffnen kannst. So, dann müssen wir hier wahrscheinlich dieses Rädel anhalten. Na komm. Ah, das war der falsche Knopf. B. Achso, wir sollen gedrückt halten. Ah, alles klar. Also, nicht gedrückt halten, sondern tippen. Gut. Dann geht's hier weiter. So, hier, wo geht's lang? Hier wird auch erstmal... So, das wird auch dicht gemacht. Und weiter geht's. Fliegen wir hier mal rüber. So, ah, hier haben wir den Computer. So, da ist die Tür offen. Das heißt, können wir hier rüber springen jetzt? Ja, das müsste gehen. Und zack. Und Baby, wo bist du? Wo bist du, Baby? Wo muss ich denn weiter hier? Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ah, okay. Hier können wir durch den Lüftungsschacht durch. Dann geht's hier rein. Und das sieht, ja, ein bisschen seltsam aus, aber das macht gar nichts. So, Leute. Dann kommt mal her, Leute. Und jetzt heißt es platt machen. Und bereit. Zack. Und peng. Und ich muss einfach nur drücken, was alles geht. Und so, jetzt habe ich euch hier mal 16, 17 Bonus, was auch immer der bringt. Aber ich habe ihn. Ja, genau, weg mit dir. So, Gwen, wo bist du? Gwen, wo bist du? Gwen? Gwen! Okay, Gwen. Komm mit. Ich bring dich in Sicherheit. Danke. Es geht raus hier. Guck, wie schön ich hier aufgeräumt habe. Das ist mein Werk. Können wir hier durch? Nein. Aber hier geht's durch. Ins Labor. Das ist der sicherste Ort hier. Ich muss die anderen holen, bevor alles außer Kontrolle gerät. Pete, wir wissen beide, dass alles außer Kontrolle ist. Dr. Smythe hat sicher Antworten. Finde ihn. Ich versuch's, aber Gwen, ich muss es wissen. Also ich muss sagen, die Steuerung mit dir geht recht gut. Also ist es nicht zu schwierig. Ich bin infiziert, Pete. Und es ist eigentlich recht leicht zu spielen. Das Ende ist unausweichlich. Aber... Bin ich mal gespannt, inwiefern das noch schwieriger wird. Aber ich hatte jetzt doch schon gedacht, dass man jetzt, wenn man sich jetzt normalerweise weiterhangelt, dass man dann immer ein bisschen zielen muss. Aber man braucht einfach nur die Taste drücken und dann schwingt er. Einfach nur die Richtung angeben und los geht's. So, jetzt will ich hier aber das Video nicht weiter unterbrechen. Aber selbst wenn das klappt, kann sich das Virus immer noch ausbreiten. Gwen, bleib ruhig. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt, okay? Wir schaffen das. Ich finde das. Dr. Smythe und die anderen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Warte, Peter. Nimm das Osphon vom Tisch. Das was? So heißt das Oscorp-Telefon. Es ist nur ein Prototyp, aber immerhin kann ich dich anrufen. Okay. Oh. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Oscorp hat ein Telefon entwickelt. Das ist ja total neu. Ah, okay. Auf das Handy zugreifen. Haben wir einmal hier. Ah, okay. Angriff. Upgrades. Was haben wir denn? Kampfboost, Netzhüpfer,
Überraschungsangriff, Angriffsschaden. Netzsprint-Timer. Tja, was nehmen wir denn da? Tja, das ist eine gute Frage. Hier können wir nach rechts. Technik-Upgrades, Charakter-Upgrades, E-Mails. Alles klar, dann gucken wir mal, was wir hier leveln. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Überraschungsangriff. Erhöht die Anzahl der Angriffe von hinten um 30%, bevor sich der Gegner erholt. Angriffsschaden. Alle Angriffe richten 25% mehr Schaden an. Das klingt fast besser. Kampfboost. Aktiviere Signatur-Moves und führe Angriffe aus, nachdem du eine Komboserie von 10 Mal erreicht hast. Den Netzhüpfer. Netzhieb mit bei weiter entfernten Gegnern und dann Y, bevor du ihn erreichst, um weiter von ihm zurückzuprallen, ja. Weiß jetzt nicht. Netzsprint-Timer. Erhöht die Konzentrationszeit beim Netzsprint, bevor du zur normalen Geschwindigkeit zurückkehrst. Tja, ich würde auch sagen, wir nehmen erstmal hier den Angriffsschaden, mal die Basics. Und dann schauen wir auch einmal bei dem Reiter hier, Netzstärke. Okay, Technik-Upgrades. Da haben wir einmal die Netzstärke. Erhöht die Stärke deines Netzes, um Gegner zweimal länger bewegungsunfähig zu machen. Schnellfeuer. Erhöht die Feuerrate der Netzdüsen um 33%. Wandelexplosion. Entfessle eine große Netzsalve gegen bewegungslose menschliche Gegner in der Nähe von Wänden, um sie permanent dort festzukleben. Ach, Wand... Ah, okay. Netzreichweite. Verbessert die Elastizität deiner Netze, um Schaden und Reichweite deines Netzangriffs zu erhöhen. Finde ich eigentlich am besten. Aber wir können uns den, glaube ich, nicht leisten. Wir haben hier 80 von den Punkten Netzstärke. Wir machen einfach hier mal die Netzstärke. Ist eigentlich auch... Kann auch nicht schaden. Und dann geht's wohl weiter. Immer noch in der Beldi-Psychiatrie, 17 Stunden nach dem Zwischenfall. Ich habe ihn und die anderen Wissenschaftler in die Quarantäne gebracht. Aber sie sind alle infiziert. Und die Artenkreuzungen? Wo sind sie? Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie sind entkommen. Naja, du hast mich erwischt, die Echse. Warum sollten diese Kreaturen so anders sein? Wenn sie nur wüssten. So, Kapitel 1, immer noch, Oscorp ist ihr Freund. Spider-Man berichtet Connors, was vor ein paar Stunden passiert ist, als er versuchte, die Artenkreuzungen zu bekämpfen und einzufangen, die in Manhattan frei herumlaufen. Manhattan, 4 Stunden nach dem Zwischenfall. ...125 Infizierte. Die haben ja ein nettes Hochhaus hier aus Korb. Nicht schlecht. Und wir wollen eine Runde fliegen. Und zack. Gwen, alles okay? Ich weiß nicht. Ich muss bei Oscorp bleiben, bis wir ein Gegenmittel finden. Die Infektion darf nicht nach draußen gelangen. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Na komm. Vorsichtig, Peter. Was ist da unten? Dr. Smythe programmiert seine Roboter darauf, Artenkreuzungen zu fangen. Warte mal, hier unten war doch irgendwas. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hey, was ist das? Okay, jetzt hat es gerade ein bisschen gerumpelt. Wir können aufs Handy zugreifen, während wir fliegen. Das hält sogar die Zeit an. Ist schon recht praktisch. So, wir haben ein paar neue Mails. Achtung, Pete, ich habe eine Unterhaltung zwischen Smythe und dem Vorstand mitgehört. Sie haben beschlossen, die Artenkreuzungen mit Smythes Robotern anzugreifen. Sei vorsichtig, Peter. Dich werden sie auch angreifen. Ja. Dann haben wir sitzen immer noch im Quarantäneraum fest, Pete. Heute haben sie ein Heilmittel an uns getestet, aber es hat nicht funktioniert.
Hey Pete, ich bin immer noch in Quarantäne. Die lassen uns hier einfach nicht, einfach im Ungewissen. Dr. Smythe streitet sich ständig mit der Oscorp-Leitung darüber, wie man diese Sache eindämmen könnte. Sie wollen keine Epidemie. Es gibt immer noch kein Heilmittel für uns. Und Neuigkeiten von unserem Lieblingsneffen. Hallo Peter. Es freut mich, dass du eine schöne Zeit in Manhattan hast. Aber denk daran, dass du wieder hierher kommen musst, sobald Stan aus dem Urlaub zurück ist. Ich vermisse dich. In Liebe, Tante May. Ja. Wow, ich glaube, ich werde dieses Telefon lieben. So, dann gucke ich mal hier nach links. Und da wollen wir jetzt hin, wa? Jawohl. Wie Sie sehen, hat der Amoklauf der Kreatur sein Ende gefunden, mitten im Park. Jetzt, wo wir sie besser sehen, können wir bestätigen, dass es nicht dieselbe Kreatur ist, die kürzlich Manhattan terrorisiert hat. Aber seltsamerweise... Ja, da muss man auch unbedingt ein Interview machen. 3 Meter neben so einem komischen Viech. So, den kaufen wir uns. Was zum Henker ist das? Alles klar. Das ist wirklich zu viel des Guten. Ach du Schande. Hey, komm zurück. Ich bin mir sicher, es wollte etwas sagen, oder? Das ist nicht gut. So, greifen wir an. Gucken wir hier mal. Zack. Jawohl, das sieht gut aus. So, dann einmal auf die andere Seite. Und dann schauen wir mal. Hier vorne auf diese rote Stelle müssen wir. Und auch die ist hinüber. So. Wo können wir hier jetzt... Können wir hier irgendwo noch angreifen? Scheinbar nicht. Boah. Junge, 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 Junge. Ah, hier haben wir was. Zack. Und auch hier einmal. Diese Laserstrahlen können alles durchschreiben. Auch nicht. Schon genug? So, haben wir hier irgendwo noch eine runde Stelle von dem? So, jetzt haben wir aber hier die richtige Stelle. Raketen sind gut für Roboter im Wachstum. Tja, Kumpel. Wir sind schneller als du, wa? Können wir hier vielleicht... Ah, wo gehen wir denn jetzt hin am besten? Autsch. Das tat weh. Das tat weh. Ah, hier haben wir... Anstarren ist unhöflich. Schraubschädel. Jawohl, da haben wir Glück gehabt. Jetzt oder nie. Ich muss ihn treffen. Einmal kaputt hauen und ausweichen. Ja, das ist auch ein... Was ist das für ein strangees Ding, ey? Und wie komme ich da jetzt nochmal... Ah, da hat's... Alles klar. Und ausweichen. Und zuhauen. Und ausweichen. Und wieder zuhauen. Und tschüss. Und das, der Roboter hat sogar Schmerzen und Gefühle. Und kann fliegen, offenbar. Okay, hier haben wir jetzt nichts.
So, haben wir hier noch irgendwo eine wunde Stelle? Können wir hier direkt ran an die Dinger? Oder sollten wir das lieber lassen? Okay, das sollten wir scheinbar lassen. Ich muss dieses Ding ein für alle Mal aufhalten. Ah, okay.